Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play EA Sports FC 24. Weiter geht's heute mit der Herrendivisie. Nächster Gegner sind die Goat Eagles. Der Tabellenletzte? Fragezeichen? Ja, nein, vielleicht. Ja, sind so. 6 Punkte haben sie auf dem Konto. Da kamen wir auch schon mal her. So, und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, jetzt gibt's einmal einen Pokal, glaube ich. Aktueller Rang 6, 10 Siege in Auswärtsspielen in der Saison, wenn die Saison, ja gut, das haben wir noch, das kriegen wir nicht hin mit den 75 Millionen. Ich sage, da kommt jetzt irgendwann ein Mega-Angebot. So, wir versuchen es mit Bostoan heute mal als Rechtsaußen. Der soll ja heute unbedingt mal zeigen, dass er auf der rechten Seite kann, weil er ist Linksfuß. Ich möchte gerne einen Linksfuß auf der rechten Seite haben. Gleich kann es endlich losgehen. Gleich steigt hier dieses mit Spannung erwartete Duell. Das Duell zweier Mannschaften, für die heute nur der Sieg zählt. Es ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Bleiben Sie dran, wir sind natürlich live dabei. Klar, für uns ist der Sieg, um oben dran zu bleiben, von den Gegner, um unten rauszukommen. Wir sind live dabei. Ja, wir sind vom Krisenclub mittlerweile, haben wir uns gefestigt. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Auf geht's. Der Kollege Frank Buschmann, wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Könnte ein tolles Spiel werden. Kein Foul, okay. Wichtige Aufgabe, beide wollen überzeugen, beide wollen den Sieg. Hier haben wir die Einblendung, so läuft. Nein, da könnte sich was anbahnen jetzt. Ja, das ist eine Riesenchance für Utrecht in all das Heimteam. Und da ist, greift der Keeper daneben und der Tabellenletzte führt mit Nutzratz. 7. Minute. Den musst du eigentlich mehr oder weniger haben als Keeper. Ja, aber kein war auch, weil ich dir auch keinen nicht mal Spieler hat gekommen. Oh Gott. Ja, der muss leider. Torfehler, 0-1. Wir haben die Riesenchance, mal selber zum Beispiel zur Führung zu gehen. Da ist Platz. Bostoan. Bostoan. Und Sucic. Wie gesagt, der Tabellenletzte muss hier was reißen. Alkmaar hat schon wieder ein bisschen Vorsprung, weil sie momentan auch ungeschlagen sind. Jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Guter Steilpass hier, macht er gut. Ball kommt gefährlich. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich nur hundertprozentig. Ecke in die Mitte. Keine echte Gefahr, der Kopfball. Nur boah. Ich denke, Meister werden wir nicht mehr. Wir haben 10 Punkte Rückstand. Aber naja, wir sollten. Ist ja nicht schon gewesen, dass wir solche Rückstände durchaus mal aufgeholt haben. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da geht er hier noch keinen Schuss abfangen. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Jetzt schön. Wir rennen Rückstand hinterher, wir haben die Chancen selber, zwei, drei Dinger schon gehabt, also die zwei Dinger, zwei Großchancen.
Oh, spiel den Ball etwas genauer. Am besten so. Und abgefällt, Ecke. Ich habe keine Ahnung, was der Keeper gerade da Digga hält. Die dritte große. Das war fast schon sicher. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Schön dazwischen gegangen. Nicht abgepfiffen. Nein, nein, Vorteil ist richtig. Tja, Arvest. Oh, und das ist nicht wahr. Technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlt nur die Entscheidung. Wie viele Chancen hatten wir schon? Ja, das ist schon vorbeigelaufen an dem Ball. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Und das war ganz, ganz wichtig, das vom Gegner. Zumindest mal noch das 1-1 irgendwie vor der Pause machen. Das kann nicht sein, dass wir hier. Mit 0-1 hinten liegen. Jetzt in der Anspielstation. Novoa! Und den kriegst du nicht. Da sagt FIFA, ne? Der darf nicht rein. Leck mich doch am Sack. Jetzt hat der Tabellenletzte hier noch. Die hauen selber die eigenen. Ey, wir haben sie alle vergeben. Ich glaube, der Gegner hat gefühlt jetzt eine Chance, bis auf die am Ende jetzt die 1-2 Chancen. Also wir müssen die irgendwie verdienen, mal irgendwo den Ausgleich jetzt machen, weil das wäre es. Jetzt gibt es den Handelfmeter. Und das ist klar. Auch klar. So, der sicherste. Diesmal macht er sicher. Traf schon beim letzten Mal beim Auswärtssieg in der letzten Partie in Volendam, per Elfmeter. Und jetzt schon wieder. Und das ist der hochverdiente Ausgleich. Punkt. Es ist mehr als hoch verdient. Da sehen wir diesen Strafstoß nochmal. Ja, er ahnt, für welche Ecke sich der Torhüter entscheiden wird. Verlädt ihn. Und damit alles auf Anfang. Und nochmal, den haben wir ja einer von den ablösefreien Jungs geholt. Leider bleibt der Ball hängen an der, in die Spitze.
Jetzt darfst du hier nicht noch in so ein Konterding fangen oder so. Das wäre natürlich blöd. Das ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Du arbeitest hier daran, den wichtigen Ausgleich und der Gegner. Ich mach mal kurz bei der Ecke das Tor, ne? Und jetzt ist er da wieder. Yes! Dem Gegner in den Fehler gezwungen. Und den Ausgleichstreffer. Aziel Sönchens, glaube ich, war es, wenn es richtig gesehen hat. Nee, Sucic. War das wichtig. Hier, der riesen Bock in der Abwehr. Was bitte schön macht die Abwehr? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Hat jetzt Anspielstation. Kann sich durchsetzen. Elfmeter. Jetzt gibt es den Elfmeter auf der anderen Seite. Es kriegt zum Kotzen. Sag ja, der Gegner schießt jetzt gefühlt zum dritten Mal aufs Tor, ne? Glück gehabt. Ganz viel Dusel gehabt gerade. Jetzt kommt die Ecke. Die Torgefahr. Natürlich. Darf der Gegner auch zum dritten Mal noch aufs Tor schießen. Wie ist dieses Tor nochmal? Sie bringt die Ecke rein und dann das Tor aus kurzer Distanz. Stark Was pfeifst du denn? Ich hab doch den fernen Ball nur gehört. Nö, das muss abgepfiffen werden. Da darf nichts passieren. Oh, da geht er vorbei. Gefährlich. Den Ball verzieht er. Mann, das haben wir gegen die Tabellenletzten Patze, ey. Die kriegen nur auf die Fresse und gegen mich gewinnen sie dann oder was? Natürlich, der darf halten. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Sie haben Platz auf außen. Könnte der Ausgleich sein. Oh Mann! Nee, also ich verliere die Partie sowieso, weil da das Spiel wehrt sich gerade so ein bisschen. Das ist der fünfte Torschuss und der geht alle ran. Ja, ist okay. Jetzt der Vorstoß. Oh Mann, warum? Wasch. Boom! Tor! Hm. 3-3! Post an! Mit dem
ständigen Druck vorher haben sie dieses Tor eingeleitet. Da sehen wir es nochmal. Ja, das ist nicht mehr zu viel. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Sehen wir noch den entscheidenden Treffer. Im Moment steht es unentschieden und es sind nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Gutes Technik. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Muss es fast sein. Sie ja! Die Zeit für sie. 4-3, Utrecht. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann bringt er wieder Strafenschuss aus der Sucic. Luka Sucic zum 4-3. Sein 7. Tor in der Eredivisie. Oh, war das wichtig. War das wichtig, das Ding, ey. Boah. Schiri, pfeif ab. So, geht hier noch was? Oder war das hier entscheidend? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Oh, da ist er durch. Sucic. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich. 4 Minuten? Jetzt fahrt jetzt? Erstmal weg damit. Hasan. Ganz energisch. Wird das die Entscheidung? Ist mir gerade egal, weg damit. Präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Diesmal darfst du dich deinen Treffer machen. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Durchatmen. Der zweite Sieg in Folge. Aber das ist schon krass, ey. Da hätte ich aber auch nie gedacht, dass ich das Ding noch gewinne. Bei den Chancen, die ich da reisenweise versiebt habe. Bei den Chancen, die ich da versiebt habe, habe ich auch gedacht, echt, das Ding verballerst du noch. Das war's dann. Aber nein. Wir durften es dann am Ende doch nochmal spät drehen. 83. und 87. Minute. Bostoan und Sucic mit den beiden Treffern und wir holen uns die 3 Punkte. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Tabelle. Wir sehen uns nämlich schon gleich wieder im nächsten Spiel. Jetzt geht es nämlich direkt im Pokal ran gegen eben jenen Tabellenletzten. Ob das nochmal gut geht. Und plötzlich, jetzt haben wir 12 Punkte, 22, und jetzt sind wir plötzlich nur noch 2 Punkte hinter Vitesse. 3 hinter Feyenoord. Auf einmal sieht das wieder ganz, ganz anders aus, die Tabelle. Wenn wir das Ding nämlich jetzt verloren hätten, dann wären wir nämlich nur noch 7. gewesen. Ja, und wären plötzlich... Also wie gesagt, wir sind 3 momentan hinter einem Safe-Europa-Cup-Platz. Ja, nächster Gegner. Wie gesagt, das 2-1 in Volendam und das 4-3 gegen die Go Ahead Eagles. Nächster Gegner in der Liga. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist aber auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter am Pokal.